Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Wir befinden uns hier in einem neuen Gebiet. Wir haben, glaube ich, erst einen Gegner ausgeschaltet, der hier gerade am Boden liegt. Und wir wollen uns heute so ansatzweise schon mal durchprügeln, mal das Gebiet kennenlernen, den einen oder anderen vielleicht schon fertig machen. Und ich sehe, heute sind sie zu zweit, das sehe ich. Frage ist, gehen sie nochmal auseinander? Aber wir haben vorher noch was anderes zu tun. Und mach bloß nicht das Licht an, Zero. Ah, der geht weg. Alles klar. Und zwar, unser guter Bormin kriegt eine Mutation. Entweder gehen wir hierauf, ein TP mehr, oder wir warten darauf. Feuere zweimal mit nur einem AP. Minus 25% Treffersicherheit. Ein nervöser Zeigefinger ist zwar nicht zwingend gut, aber in diesem Fall ermöglicht er dir, mit deiner Waffe zwei Schüsse in schneller Folge abzufeuern, wenn du genug Munition hast. Das wirkt sich zwar auf deine Treffsicherheit aus, kann den verursachten Schaden aber verdoppeln. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen Punkt da drin und ich denke, den werde ich auf jeden Fall nutzen. Den könnten wir rein theoretisch ausschalten. Der geht hier hin, ne? So, wie weit gehst du denn? Okay, der geht bis dahin. Das heißt, wenn wir uns am Baum und so weiter verstecken, dann dürfte das eigentlich möglich sein. Bleibst du jetzt da eine Ewigkeit stehen? Nein. Okay. So, gut. Dann würde ich sagen, einer versteckt sich hier. Der andere versteckt sich dort. Und du hast, glaube ich, die beste Treffsicherheit von allen, ne? Absorbiert feuern? Was? Was ist das denn jetzt? Absorbiert feuern? Was ist... Hä? Ah, stimmt, wir können jetzt noch eine Granate platzieren, ne? Was ist das? Deaktiviert robotische Gegner. Das könnte man gebrauchen. Hä? Jetzt ist es weg. Absorbiert feuern. Was heißt das? Also, was heißt denn das? Das haben wir jetzt nicht hier dabei, oder? Keine Ahnung. Na gut. Was auch immer absorbiert feuern bedeutet. Aber ich würde sagen, ich chill jetzt hier und warte, bis er wiederkommt. Da kommt er auch schon. Ne, Kollege? Ich glaube, du kassierst jetzt, wenn ich dich denn treffe. Sollte speichern, ne? Ich weiß, ich bin ein Kacknoob, weil ich das tue. Aber ich liebe es zu speichern, falls etwas schief läuft. Ich bin halt ein Perfektionist. Okay. Ich würde sagen, ab geht's. Dann aktivieren wir dich. Komm schon, kritischer. Ah. Aber er brennt. Und das bringt dir überhaupt nichts, weil er tot ist. Hoffe ich. Ach, aber du machst einen kritischen. Okay. Das war der erste. Du chillst hier ja ganz alleine rum, ne? Ach, gucke mal. Eine erhöhte Position. Da gehen wir doch mal direkt hin. Aber erstmal verstecken wir den Rest. Du gehst mal hier hin. Ah, es könnte halt alles ein bisschen zu weit weg sein. Ja. Wir müssen außen rum gehen, verdammt. So, du gehst dahin. Oho, das war knapp. Und du wirst hier hochgehen. Ich hoffe, dass er noch in Reichweite ist. Was ist dieser Skill, den sie hat? Ich habe das echt nicht realisiert, weil ich den bekommen habe. Oh, ich habe Hinterhalt gedrückt. Scheiße. Moment. Ich kann... Oh. Erst müssen wir uns verstecken. So, ich weiß nicht, ob ich von hier aus treffen kann. So. Trefferchance 100%. Plus 25. Ah, okay, das erklärt's.
So. Basisschaden, kritische Trefferchance 40%, ist schon nicht schlecht. Entzündenchance. Wir haben also eine richtig krasse Reichweite, wenn wir hier oben sind. Ja, würde ich sagen. Ab geht's. Hohoho. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Und jetzt bist du tot, mein Freund. Das war leichter als gedacht. Not so bad. So, du kommst natürlich wieder zurück. Okay, Handgranate. Wollen wir uns das Gebäude für den Schluss aufheben? Obwohl, wir müssen, glaube ich, da hinten hin, ne? Ach, Scheiße. Did not contain the sacred numbers. But fear not, my children. The machine led a stalker to us. A smart stalker whose mind holds the secrets we need. The smart stalker will show us where the sacred numbers are kept. Dem Bot. Ja, freudig. Tonight we will sacrifice his companion's life. The Ark has spilled our blood. Tonight we spill their blood. A stalker who hunts my children. Now he is the hunted. He is the sacrifice. Ich weiß nicht, wie wir mit dem Medibot umgehen. Wir haben natürlich diese Granate, aber ich will sie natürlich auch nicht verschwenden. Wir sollten uns auf jeden Fall erstmal darum kümmern, dass wir alle anderen ausschalten. Und vielleicht auf dieser erhöhten Position kämpfen, wenn wir denn in einen Kampf mit den geraten später. Den Medibot allein auszuschalten, wird nicht leicht. Und da oben sind ja auch zwei. Wir müssen erstmal so viele wie möglich einzeln erledigen. Weil ich habe immer Angst, dass der Rest von der Map zu denen gelaufen kommt. Das wäre ein bisschen ungünstig. Sagen wir es so. Wieso ist da ganz hinten der Gegner? Und was ist diese grüne Markierung? Der Ausgang? Na komm, gehen wir erstmal. Noch haben wir nichts zu befürchten. Wir wissen, dass wir ziemlich viel Zeit zu reagieren haben. Wenn wir mit der Taschenlampe rumlaufen. Da siehst du. Okay. Der Dude kommt ja hierher, ne? Das heißt, wir verstecken uns mal hier. Und dann warten wir auf ihn. Na, wer kommt mich denn da besuchen? Oh, der sieht mich doch bestimmt, oder? Der sieht mich 100 Pro. Der läuft doch gleich an mir vorbei. Er steht einfach legit neben mir. Ach komm, kein kritischer, du stehst verdammt nochmal neben ihm. Kannst du ihn treffen? Im Licht. Oha! Das heißt, wenn jemand im Licht ist, kriegen wir auch nochmal was. Okay, cool. Tot. Serves you right. Great one. Level up. Okay, perfekt. Was? Im Laden gibt es neue Sachen? Cool. Aber erst, wenn wir nicht weiterkommen. So, Bormin. Achso, doch. So, feuere zweimal. Das kann mir vor allem beim Bot helfen. So, was haben wir hier? Ermöglicht dir zu fliegen. Du kannst dir auf deinem Rücken Flügel wachsen lassen. So kannst du dich vertikal bewegen und in einer Position schweben. Dadurch hast du gegen Ziele unter dir einen taktischen Vorteil. Außerdem erreichst du auf diese Weise ansonsten unerreichbare Positionen. Heilige Scheiße. Das nehme ich natürlich an. Vor allem mit dieser erhöhten Position und allem drum dran. Hat das was? Okay. Nächster Boxenstopp da hinten. Das Wasser sieht so cool aus. In der Dunkelheit. So blau. Okay, hier wird irgendwo noch einer einzeln rumlaufen, ne?
Alles klar. Das heißt, er kommt hierher. Und wir verstecken uns hier. Oh, er ist schon auf dem Weg hierher? So schnell. Angriff! Sektenschlechter. Naja, du wirst mich schon nicht mitbekommen. Und wenn, dann müssen wir jetzt kämpfen. Weil ausgerechnet dann, wenn ich nicht speichere, weiß ich, dass ich kämpfen muss. Okay, hat keiner mitbekommen. Oh. Oh, es ist immer ein bisschen tragisch, wenn ich vergesse zu speichern. Alles klar, aber da sind verdammt viele. Da muss ich gucken, wie ich das anstelle. Ich muss auf jeden Fall den Bot loswerden. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil der wird wahrscheinlich dazu eilen. Bruder Skog. Der ist ja kein Problem. Wir konnten den hier umhauen. Er geht weg. Wohin gehst du? Die sind, Alter, das sind vier Leute. Das ist doch mein Ziel hier, ne? Gehen wir erstmal da hoch. Vielleicht finden wir da oben irgendwas, was wir gebrauchen können. Aber ich habe auch ein bisschen Sorge, dass die beiden mich da oben verraten. Das kann gut passieren. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Freundchen. Du kannst mich ja wohl nicht sehen, wenn ich hier draußen bin und du da drinnen. Und die stehen ja im Licht, das heißt am Feuer. Rein theoretisch bin ich dann im Vorteil, oder? Muss ich gucken, vielleicht boxe ich den einen um. Währenddessen ich den... Könnt ihr mich überhaupt sehen? Moment. Das muss getestet werden. Nein, die können mich hier gar nicht sehen. Okay, gut zu wissen. So, defektes Elektrogerät. Oh, Schrott. Schade, ich dachte, das wäre was Episches. Aber Schrott nehme ich natürlich auch gerne hoch. Defibrillator. Dieses Gerät mit der Aufschrift Defibrillator scheint der Entspannung gedient zu haben, da auf dem Diagramm ein offenbar schlafender Altvorderer abgebildet ist, der mit dem Gerät behandelt wird. Vermutlich wurden dabei gleichzeitig diese offenbar lästigen Frips entfernt. Defibrillator. There's instructions to use this on somebody who's lying down. Maybe something to aid sleep or to relax. Hmm, this sounds relaxing. Maybe I'll use it to unwind when I get back to the Ark. Ja, entspann dich mal. Bricht klappernd zusammen. Ja, wie komme ich da hoch? Gute Frage. Wir haben hier irgendwo eine Leiter gesehen, aber ich glaube nicht, dass die mich dahin führt, wo ich hin will, oder? Nee, nicht wirklich. Ich könnte mich hier mit dem Bot anlegen, von hier oben. Einfach mal spaßeshalber gucken, was wir von hier oben erreichen gegen den Bot. Ich weiß nämlich nicht, was wir schaffen können. Wir stecken uns einfach hier zu dritt. Und dann ballern wir ihn weg. Einfach mal checken. Nicht viel. Huch. Ach stimmt, wir haben eine Waffe, die den Oh, das ist cool. Vielleicht wird uns das helfen. Weil wenn er nächste Runde noch nichts machen kann und wir nicht auffliegen. Tatsächlich. Holy shit. Ich weiß aber nicht, wie lange der
aussetzt. Okay, laden wir erstmal nach. Das wäre ja perfekt, wenn das nicht mal jemand mitbekommt. So, du bist Selma. Ich riskiere es mal nicht. Bumm. Und das will keiner mitbekommen haben, wie der explodiert ist? Leute, Alter, haben wir Glück. Haben wir Glück. Alter. Was für ein Schwein ich hatte. Ich fasse das nicht. Der Medibot ist weg. Das macht alles so viel einfacher. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Alter. Na gut, den einen umboxen. Am liebsten würde ich ja jeden einzelnen von denen mit einem Headshot erledigen, was natürlich nicht funktioniert. Aber rein theoretisch wäre das cool. Weil dieser Bruder Skog ist natürlich ein bisschen kacke. Und ich glaube nicht, dass ich... vielleicht ist er... er könnte weit genug weggehen. Wenn er jetzt irgendwie darüber geht zum anderen Kollegen... also diesen Sektenpyro, den wir hier sehen, können wir den hinter ihm vielleicht erledigen, aber nur vielleicht. Naja, gehen wir erstmal weiter. Ach, hier kommen wir hoch. Aber ich sehe da hinten noch mehr Leute, oder? Ne, das sind alles die... uff, das kann was werden gegen die Leute. Hm. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Vielleicht muss ich das erste Mal mich komplett heilen. Okay, Boring. Ich darf verstecken. Ich weiß nicht, ob das beste Versteck aller Zeiten ist. Aber wir kommen auch nicht näher ran, ne? Wir müssen rein theoretisch uns hier verstecken. Ja, Selma. Eventuell fliegen wir auf. Das muss gespeichert werden. Das muss definitiv gespeichert werden. Okay, kann ich mich irgendwie hier reinschleichen? Gibt es noch einen anderen Weg hier hoch? Keine Ahnung, ich schieße einfach so. Oh, der wird nicht sterben, ne? Komm schon, Crit! Oh, shit. Ich hoffe, die hinter mir haben das nicht mitbekommen. Also, wir können die noch easy erledigen. Das ist gar kein Problem. Na gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich hoffe, ich komme da noch weg. Ich hätte laufen sollen. Wieso bin ich nicht weggelaufen? Ach, du. Nee. Nee, sorry, aber... wenn alle drei eine verdammte Granate abbekommen... ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht, dass das die beste Idee ist. Aber was wir machen können ist... wir können einen Hinterhalt starten. Und uns positionieren. Alarmiert neue Einheiten. Sprinten. Wenn ich hier hingehe. Oh. Hallo. Ich hab da was für dich. Okay. So. Dann gehen wir beiden Süßen dahin. Oh, ich wurde beim Schleichen entdeckt. Oho. Wahnsinn. Du bleibst mal hier und knallst den da weg. Ach komm, gönnen wir doch einen kritischen. Aber jetzt sind wir gut verteilt.
Ja, nee, ist klar. Treff mich einfach mal. That bastard got me. Okay. Frage ist jetzt, wie machen wir das? Oh, ich muss hier nach vorne laufen, ne? Geht nicht anders. Okay, pass auf. Wir können jetzt auch mal die harten Geschütze verwenden. Und den da wegknallen. Yeah. Geschütze und den da wegknallen. Kaboom! Hört sich aber auch ziemlich lautlos an. Gut, Bormi, du bist so gut wie tot. Das heißt, wir laden einmal ganz kurz nach. Dann weißt du nicht der mit dem Doppelschuss? Na gut. Geronimo! Sweet takedown. Oh oh. Ja, nee. Nee, Leute, nee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir können uns nicht mit denen da hinten und denen hier vorne gleichzeitig anlegen. Das wird nichts. Wir müssen die echt mit Silence-Waffen ausschalten. Ich glaube, wir müssen zur Arche zurück. Oder einen anderen Weg da hochfinden. Weil so können wir das echt nicht machen. So geht das nicht. So kriegen wir aufs Maul. Wir können nur mit unseren Silence-Waffen kämpfen. Aber es muss doch noch einen Alternativweg da hochgeben. Kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist der einzige Weg da hoch, weißt du? Und dann kannst du nicht mal mit allen auf einmal kämpfen. Das glaube ich nicht, nee. Das glaube ich nicht. Muss irgendwo noch ein anderer Weg sein. Irgendwo? Kann ich nicht hier raufklettern? Ah. Oh, was haben wir denn hier? Aha, aha, aha. Das könnte was werden. Wenn wir den Pyro nämlich so, ausschalten können. Ich hoffe, ich komme da trotzdem hoch. Huch, was habe ich denn hier? Ja, ich komme da auch. Nice. Oh, Glück gehabt. Okay, das heißt, wir haben sie jetzt umzingelt, so teilweise zumindest. The ugly orc man. They can't keep us here. I want a party too. Yeah, yeah, we party. We can party on this man's face. Cut it real quick. Wouldn't make his face uglier, would it? This man fell out of the ugly tree and hit every branch on the way down. That's ugly. Ugly orc man. Ach! Das ist nicht dein scheiß Ernstspiel, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wow. Das ist ja der helle Wahnsinn, ey. Jetzt verteilen sie sich plötzlich. Alles klar. Ich will gerade speichern. Nein! Okay, pass auf, wir tun es trotzdem. Wir können es noch schaffen. Indem wir mit Silence-Waffen kämpfen. Okay. War nicht Bormin derjenige, der zweimal auf einmal schießen konnte? Hä? Ich hätte schwören können. Das war doch Bormi, dem wir das gegeben haben.
Der Schütze verursacht garantiert kritischen Schaden, hat aber eine geringere Trefferchance. Oh, das ist gar kein Problem. Damit kann ich arbeiten. Alter, Scheiße. Mann, 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 jetzt. Oh Gott. Oh nein. Der sieht doch gleich die Leute, oder? Läuft er jetzt. Ist er jetzt an Bormin hängen geblieben? Scheiße. Ich hoffe, die anderen haben das nicht mitbekommen. Ich habe jetzt nicht gespeichert. Oh, Scheiße. Ich kann auch nur mit Silence-Waffen kämpfen, aber der Typ kämpft ja nicht mit Silence-Waffen. Er ist verbrannt. Glück muss man haben. Alter, was ist das für eine lucky Folge heute? Lol. Nehme ich. Rauchgranate nehme ich. Tür öffnen. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Kann mir das irgendwie behilflich sein? Bummstock. Diese lange Schusswaffe ist abgenutzt und zerkratzt, sorgt mit ihrer enormen Feuerkraft im Nahkampf allerdings dafür, dass du in der Zone gefürchtet bist. Chronist Ash. Eine Schrotflinte, ne? Ja. Mist für unser Schweinchen höchstwahrscheinlich. Na gut. So viel dazu, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge. Wir haben ja in dieser Folge haben wir jetzt die Gegend geklärt. Fast schon wie versprochen. Das lief echt erfolgreich. Und das Einzige, was mich jetzt noch stört, ist, dass mir ein Kill fehlt für meinen kritischen. Wir müssen also gucken, wie wir das hinkriegen. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich meine Fähigkeiten nach dem Kampf zurückbekomme, was leider nicht der Fall ist. Ja. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir noch taktischer vorgehen. Aber ich wollte einfach mal den kritischen machen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.